Servus, liebe Leute. Heute gehen wir gar nicht aufs Gameplay ein. Ich habe es euch nur mal in den Hintergrund gelegt, damit das Video nicht so langweilig wird. Aber es sollte gar nicht langweilig werden. Denn heute habe ich mir mal gedacht, ich mache mal eine Real-Life-Story, wo ich mal was erzähle, was so Lustiges in meinem Leben passiert ist oder was krass war oder so. Fangen wir erstmal primitiv heute an. Habt sicherlich schon im Titel entnommen oder gelesen, Frau spielt mit Feuerzeug rum oder irgendwie sowas habe ich jetzt geschrieben. Ich weiß es nämlich noch nicht. Ist ja klar, ich überlege mir den Titel ungefähr davor, aber man kann ihn natürlich immer noch ein bisschen anpassen. Aber Clash Royale ist diesmal nicht enthalten, ist zwar im Hintergrund, ist auch ganz lässig, aber ich wollte euch mal ein bisschen von meinem Leben teilen, warum denn nicht, und lustige Geschichten immer mal wieder erzählen. Ist jetzt so eine simple Geschichte, also die ist mir kurz eingefallen. Wollt's mal machen und schauen wir mal, wie es ankommt. Und ich will gar nicht so lange drum rumschwafeln. Also die Geschichte war folgende. Ich fahre jeden Morgen mit dem Bus zur Schule und auch wieder nach Hause. Ist ganz logisch. Halbe Stunde fährt man da und ja, das so weit, so gut auf jeden Fall mal. Fahre ich halt mit dem Kollegen eines Tages mit dem Bus nach Hause. Ja, sind wir halt in zwei der Reihe, weil. Ja, weil vorne ist ja natürlich immer für die älteren Leute, für die Senioren, und hinten hat es einfach keinen Platz mehr gehabt. Das war so ein typischer Freitagnachmittag, wo einfach jeder Mongo zur Sechsten aus hat. Jeder, jeder, jeder. Einfach jeder hat zur Sechsten aus, das ist klar. Auf jeden Fall sind wir dann einfach in die zweite Reihe gehockt, haben uns nichts Böses gedacht. Eine Haltestelle weiter, steigen halt wie immer sausau viele Leute ein. Sehr klar, es gibt sind immer so zwei Haltestellen, einer kriegt immer einen lockeren Platz und der andere keinen mehr einen Platz. Und dann war auf jeden Fall eine Frau, die ist eingestiegen und setzt sich direkt einen Platz vor mich. Also in die erste Reihe. Dann sind auf jeden Fall mal die Rentner oder die älteren Leute halt gekommen und gemeint, dass sie da gerne hinsetzen wollten. Hat die Frau darauf geantwortet, nein, einfach nein. So richtig asozial darauf geantwortet. Und sie hatte dann so ein Feuerzeug und so ein kleines Taschenmesser, wo sie immer wieder herumgewedelt hat in der Hand. Das heißt, sie hat die ganze Zeit mit rumgespielt. Soweit, so gut, aber was ist da jetzt noch speziell dran? Ja, auf jeden Fall hat sie dann alles Mögliche dahergesagt. Ich kam mir ein bisschen dement vor, die Frau war eigentlich rum die 50 oder sowas rum. Aber naja, kann man nichts ändern. Vielleicht hat das auch ein bisschen was im Kopf nicht gestimmt, aber ich will da jetzt nicht weiter drauf eingehen, was mit der Frau war. Aber sie hatte den Eindruck auch vermittelt, als würde sie mit dem Messer irgendjemanden abstechen wollen, weil ihre Nebensitzerin, das war wie gesagt ein bisschen ältere Dame, ist sie da ein bisschen rum und dann hat sie das Messer mal ein bisschen in ihren Halsrichtung gedrückt und natürlich, wir hatten da auch richtig Schiss, das ist ja klar. Wir sitzen da dahinter, Frau spielt so mit dem Taschenmesser, Feuerzeug rum und wir auch so Scheiße, wenn die jetzt irgendwie das Feuerzeug an unsere Haare hebt oder so, weil man hat es ihr zutraut, ist ja klar. Und war einfach echt krass und ich war heilfroh, dass. Nein, da kam noch was. Ist mein Kumpel halt ausgestiegen, saß ich da alleine. Dann ist die Frau aufgestanden und wollte sich neben mich setzen. Aber glücklicherweise hat dann Herr gesagt, lass es den Dings in Ruhe oder ich hab dann auch gesagt, nee, hier ist nicht frei, das ist besetzt und so. Dann ist sie glücklicherweise eins weiter rechts gesessen, also dann der gegenüberliegende Platz. Rechts daneben war, ich bin links vorne gesessen, zweite Reihe. Und dann ist sie da hingesessen und hat mit einem Mann telefoniert und hat er gesagt, dass sie eine ist. Und ich hoffe, ich hab's rausgepiept. Dass sie eine Beep ist. Ja, und das war eigentlich schon die Geschichte. Und dann bin ich selber ausgestiegen. Und ich hatte einfach so, so scheiße Angst. Das ist unglaublich gewesen. War auf jeden Fall nicht so cool. War nicht so cool, Freunde der Krankengymnastik. War echt, boah, Junge, war echt. Nee, das wollt ihr euch eigentlich nicht gönnen. Das wollt ihr euch nicht gönnen. Aber naja, wenn es euch mal so was Ähnliches mal passiert ist, so eine bisschen gestörte oder unterbelichtigte Person, die irgendeinen Scheiß macht. Ja, schreibt es mal rein, würde mich mal interessieren. Und wenn ihr so Real-Life-Geschichten mögt, dann werden die nächsten Mal wieder kommen. War jetzt eine ganz primitive Geschichte. Ist aber natürlich wahr. Wie alle, die dann erzählt werden. Ich erzähle euch keinen Scheiß, keine Angst. Das war jetzt auch nur ein bisschen leichtere, wo ein bisschen harmlos noch war von Anfang. Wollte jetzt keine überkrasse raushauen, aber naja. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Lasst mal
in den Kommentaren da, ob ihr das weiterhin sehen wollt oder ob ihr es komplett kacke findet. Aber ich glaube, das ist echt ganz witzig. Ein bisschen Clash Royale im Hintergrund und vorne ein bisschen über Geschichten labern. Also Jungs, würde ich sagen, haut rein. Bis dann. Ciao, ciao. Limba română se dă răsprin țărână cu țăranul clasic braț la braț sau de mână trage buza peste dinți fraiere cam am putut ca aia deci puie bă te-am văzut la disco ești mișto bineînțeles căutai putul G pe GPS când ai el la bară te faci foc și pară blocul pentru tine un sap pe verticală mergi la sală ca un prost fără rost un copos nu știe că îmbrac un prost când lași geamul jos băi ai grijă ce zici că te zbor din X5.